Willkommen in meinem neuen Video, diesmal bei die Schnecken, den Clan Wars. Bevor wir beginnen, nochmal zu unserem letzten Video, also nicht zu unserem letzten Video, sondern zu dem Video, was nicht erschienen ist. Und zwar, das wäre das letzte Video gewesen von den Zockerinnen. Allerdings, da Carina keine Zeit hatte, es aufzunehmen, gab es kein Video von den Zockerinnen. Wir haben gewonnen. Und ja. Wir haben bei den Schnecken jetzt auch gewonnen mit 110 zu 70 Sternen. Und ja, da beginne ich mal mit einem der Angriffe. Da beginne ich mal auf unsere schöne Nummer 11. Den Penisbau. Der wurde mit Golems angegriffen. Irgendwie denkt fast niemand an die Clanburg-Truppen. Aber okay. Ja, da wird der Penis schon mit der Golem vernichtet. Und jetzt gibt es ja zwei Mini-Golems. Und da vorne liegt noch der eine Golem. Verstehe nicht, warum er da am Rand nicht wirklich beginnt. Sondern gleich da drinnen. Da hat noch ein paar Walküren. Und ja. Hat halt schon einen Stern, weil er es Ratus hat. Und ein Sprungzauber, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich damit der Golem rüberhüpfen kann. Aber okay. Hätte ich eher nicht gemacht, hätte ich dann da drüben gemacht, damit die da nicht so viel Zeit brauchen. Aber okay. Ich sehe zum Glück einen Gegnerangriff. Und da rennen die halt dann alle dahin und die gehen in die Richtung. Also die trennen sich, das ist mal gut. Und ich hoffe, dass der Barbarenkönig auch abgeschossen wird, damit der dann vernichtet wird. Die Balken halten jetzt auch mehr aus als früher. Ich glaube, dann am Ende ist dann einfach nur die Zeit nicht mehr ausgegangen. Ja. Ja, dann rennen die Gruppen halt dann da nur noch so hin und versuchen den Rest zu erledigen. Am Ende hat dann das nicht gereicht wegen der Zeit wahrscheinlich. Ja, wegen der Zeit. War aber ein sehr schöner Angriff. Beziehungsweise eine schöne Verteidigung. Und jetzt beginnen wir mal mit unseren Angriffen bei der Nummer 1, wo Keule angegriffen hat. Ah, da hat er mit Drachen angegriffen. Natürlich, X-Bogen ist auf Luft gestellt. Und ja. Hat er damit wahrscheinlich nicht gerechnet. Und seine Türme sind daher auch natürlich geladen, weil im Klammer ist auch alles geladen. Hallo YouTube von Carina. Und ja, Drachenangriff, was soll man denn dazu sagen? Wenn die Verteidigung in der Luft nicht so gut gewesen wäre, hätte er mehr Prozent bekommen. Ich hätte irgendwie die Magie auf der Seite dahin gegeben. Oder zu den anderen Drachen dahinter. Nicht zum Einzelduett. Das kann man ja beim nächsten Mal besser machen, falls man wieder so einen Gegner angreift. Gut.
Kann ich dir mal Naomi schreiben? Na gut. Und da wurde halt der Drache noch am Ende gekillt. Mit 11 Drachen wurden angegriffen. Also mit 12 eigentlich. Ja, unsere nächste Nummer ist dann die Nummer 5. Also ich wurde immer gebeten, dass ich diese Angriffe herzeige. Ich habe gestern Abend gefragt, also Sonntag, nee, sogar Sonntagnachmittag, ob irgendjemand einen guten Angriff hat. Da wollte ich eigentlich filmen, nur ich hatte keinen Speicher. Ja, wieder mal ein Drachenangriff mit voller Power. Bernatürme und so weiter sind natürlich geladen. Ja, ich weiß nicht, was man dazu wirklich sagen soll. Also wirklich, das sind schöne Drachenangriffe mit Drachenangriffen. Naja. Was soll man dazu sagen? Dann wurde noch gebeten, Nummer 9 zu zeigen. Vom Mimoli. Der hat einen ganz natürlichen Angriff gemacht. Hoffentlich hat er an die Clanburg gedacht. Oder an der Clanburg überhaupt irgendwas drinnen ist. Was nicht so ausschaut. Ich mit meinen Rechtschreibfehlern beziehungsweise Tippfehlern. Also ich hätte dieses Dorf auch nie wirklich angegriffen und ich bin gerade das Level 9. Und habe, naja, noch immer die ganzen Truppen von Rathaus Level 8, nur dass ich bald Heilerin Level 4 habe. Ich glaube, ich bin voll. Nee, ich bin nicht voll. Okay, doch. Ich hätte sogar noch meine Klang. Ah, nein. Nicht ansammeln. Abbrechen. Vielen Dank, Hengst, die und Carina. Welches Dorf war jetzt noch was nächstes? Habe ich am Chat geschrieben. Carina wollte noch, dass ich irgendein Dorf zeige. Nummer 18. Gut, dann ist Nummer 18 das. Nee, doch nicht. Mein Angriff ist der nächste. Ups. Und zwar auf Nummer 13. Ja, ich suche mir auch immer sehr leichte Gegner. Was auch sehr hoch sind. Ja. Okay, Carina geht um 21.30 Uhr schlafen. Gute Nacht, YouTube. Naja, okay. Jetzt mal so meinen Angriff. Ich habe da den Barbarenkönig erledigt und da mal ein paar Sachen. Und die Luft abwehrt. Dann habe ich da einen Heiler gesetzt. Nein, doch nicht. Dann habe ich da alle Truppen gesetzt. Okay. Also gar schon Bogen und Schützenkönigin Level 2, obwohl ich erst Rathaus seit 2 Wochen habe. Und ich muss mich jetzt beeilen, da Naomi Truppen will. Na, wir kommen dann später wieder drauf. Das nervt mich das. Und, super, egal. Okay, halt dann wieder von ganz am Anfang. Da habe ich halt dann da oben die Luftabwehr zerstört, dann habe ich da unten die Luftabwehr zerstört, und die einzige Luftabwehr hier.
neutrale Truppen rausgelassen und die Lakaien. Die haben sich selbstständig gemacht, wurden da vernichtet. Und ich habe eher dann immer auf die da unten geachtet, denn die sind eher mehr in der Überzahl gewesen. Und ja, dann habe ich auch ganz langsam so ganz schön die Dörfer zerstört. Die nächste Nummer ist Nummer 14, die ich auch angegriffen habe. Ja, wir haben gerade so den Trend, dass Penis Hallo heißt. Und der meinte gerade, dass wenn Penis Hallo heißt, müsste Schade doch Tschüss heißen. Ja, das haben wir von habe ich von einer Gruppe. Und ja, die sehr witzig ist. Und ich. Okay, ich ignoriere jetzt in den Chat. Ich schreibe ein. Ich ignoriere jetzt den Chat. Vergessen. Gut, also da greife ich da von oben an. Einfach mal so auf gut Glück. Mal die Klamburg-Truppen setzen, Burg und Barbarenkönig. Lutherberg killen, Heiler hinterher, Lakaien. Da einfach von oben runter. Mache ich eigentlich normalerweise nie. Ach, ich wollte ja ignorieren, genau. Und ja, dann zerstöre ich so alles nacheinander. Ja, 100%. Der nächste Angriff ist von der Karina, Nummer 18. Muss ich da im Chat schauen? Denn ich weiß nicht genau, wie sie abgeschnitten hat. Auf jeden Fall gab es dann am Ende keine Gegner und sie musste zu einem Start nehmen. Weil bei uns ist seit neuestem Pflicht, zweimal anzugreifen. Wenn nicht, wird man gekickt. Ich muss dann auch noch schauen, wer angegriffen hat und wer nicht angegriffen hat. Und dann kann ich auch klicken. Aber ich weiß gerade irgendwie nicht, wo Karinas Nummer ist. Steht doch auf der Seite, oder? Ah, Daniela. Er verteidigt. Ja, richtig. Keine Ahnung, ob das die richtige Nummer ist. Und ich achte immer nicht. Na ja. Sie greift ohne Heiler an, was ich irgendwie nicht gut finde, außer die hat da gerade in der Klarenburg einen Heiler. Aber ich würde sagen, die hat keinen Heiler, sonst hätte sie vorher die Luftabwehren gekillt. Und ja, dann marschiert sie halt da mit dem Riesen durch, mit den Kobolden, Barbaren und Bogenschützen. Und ja, versucht halt es zu vernichten, jetzt hört sie dann da unten. Dann die Teslas. Und überhaupt, wer nimmt Kobolde? Also so viele Kobolde bei einem Klammerangriff mit. Ich nehme immer nur 5 mit. Keine Ahnung warum, aber ich nehme immer 5 mit. Und ja, ups. Naja, die nächste Nummer ist dann, denke ich, 25. Ich habe auch kein gutes Langzeitgedächtnis. Aber Marie Sticks. Marie Stix hat gar nichts gesagt, dieses Jahr sagen soll. 24, genau. Voldemort wollte es. Soweit ich mich erinnern kann. Da hat mit Drachen angegriffen. Zuerst mal da ein Blitzzauber, weil sie nicht so ganz stecke, da er ja eigentlich nicht so wirklich was bringt. Und dann Drachen. Ich hätte da ein paar Truppen so genau, damit man wenigstens da die Luftabwehr zerstört. Ich check ab und zu diese Drachenangriffe nicht, wie man welche machen kann. Aber das ist ja egal. Hauptsache, die anderen können sich damit aus. Ich würde dafür nicht so viel Elixier ausgeben. Schafft man auch so mit normalen Truppen.
Man sieht, das war eine richtige Leichtigkeit für ihn. Das ging in. Okay, 2 Minuten, aber trotzdem war eine richtige Leichtigkeit. Ohne irgendwelche Probleme. Na gut, na gut, na gut, na gut. Keine Ahnung, welche Nummern da sind. Tut mir leid, ich muss in meinen Chat schreiben. Na, schauen, welche Nummern ich da genommen habe. Ah, 21, genau. 21 und dann noch 23. Geiler Hengst wollte ja. OMG, das Dorf. Bevor man das Rates levelt, bitte auf die Mauern achten. Ja, da gab es ja damit Ballons an. Ballons Level 3. Ja. Level 3. Und mit Riesen. Mauernbrecher, Heiler. Ja, Mauernbrecher, Magier, Heiler, Bogis, Barbarenkönig. Hat sehr schön angegriffen. Gerade sogar mit Lakaien. Ja, Lakaien sind sehr gut. Also wenn halt da gerade ein Bogenschützenturm ist. Und halt, wenn jetzt die Zeit nicht davon geht, was ich nicht denke. Nicht auf den Chat achten. Was ich nicht denke, dann. Ja, schafft er 100%. Und ja, 100%. Herzlichen Glückwunsch. Und seit sie das neue iPad habe, ist die Qualität der Kamera viel schlechter. Yay. Naja, Nummer 23 hat Arta angegriffen. Das ist das beste Dorf forever. Wenn ich sage bestes Dorf, dann meine ich bestes Dorf. Da waren halt Clanburg-Truppen drinnen. Aber hat da schnell ausgeschaltet mit dem Blitzzauber. Und dann musste er einfach nur rundherum gehen und fertig. Wenn er irgendwann so ein Dorf machen wollt, von Clanburg. Macht es lieber nicht, weil die meisten Gegner haben Mauernbrecher dabei und mit denen kann man das Schloss ganz einfach aufknacken. Wie man da jetzt ganz schön sehen kann. 2 Mauernbrecher und schon ist man drinnen. Also macht es lieber nicht. Ich könnte ein paar Mauern von da drinnen so nach außen machen, dann braucht man mehr Mauernbrecher, aber nicht so alle in einen. Will ich nicht machen. Guter Angriff, Markus. Und ja, ich tue einmal da drauf. Damit man mal sieht, was die da alles so schreiben. Naja, Nummer 29 war, glaube ich, der nächste. Ah ja, wieder von Galahengst. Drachenangriff, na toll. Ich kann irgendwie mit Drachenangriffen wirklich nichts zu tun haben. Mit dir nichts anfangen. Ja. Was soll man denn dazu noch sagen? Ich lese es ein bisschen im Chat. Schöner Angriff. Nur mit Drachen kann ich nicht wirklich irgendwas beurteilen. Ich kann irgendwie überhaupt nicht irgendwie was beurteilen. Und jetzt zeige ich euch noch den Angriff vom Hufflepuffelus. Die Verteidigung von Hufflepuffelus mit dem geilen Schweinereiter. Ich verstehe gar nicht, wie man bei diesem Dorf verkacken kann, aber okay. Da greift er damit Riesen an. Und halt, jeder achtet, warum achtet niemand auf die Clanburg-Truppen? Das stecke nicht daran, scheitert ja jeder. Also immer an die Clanburg-Truppen denken, bitteschön. Damit ihr auch im Clan was oder irgendwo anders nicht verkacken könnt. Nur daran hat er jetzt verkackt. Seinen Bogenschützenturm da unten. Das ist ein gutes Dorf.
Nur halt kann da sehr viel Ressourcen stehlen. Aber ist an und für sich ein gutes Dorf, wenn man nicht auf die Kleinbuchtruppen achtet. Und ja, tut mir leid, der Chat gehört dazu, damit man sieht, was die Leute da alles so schreiben. Ja, wir nehmen 20 Minuten auf, das ist das kürzeste Klangungsvideo, denke ich mal. Und ja, jetzt haben wir dann noch einen geiler Hengst, hat uns ja eine Verteidigung geschickt. Und die schauen wir uns jetzt an, das setzt einmal Barbaren an, also der Angreifer Imperiochin, falls was in der Clanburg ist. Und dann nimmt er gleich mal einen Riesen. Und gleich dazu ein Mauerbrecher, damit die Mauer gesprengt wird. Aber er wurde vorher gekillt. Dann setzt er halt mehrere Riesen. Heilzauber. Und dann Mauerbrecher. Noch mehr Riesen. Und Co. Okay. Ihr könnt es eh sehen. Ich muss jetzt nicht wirklich kommentieren, was man da alles so sieht. Bis jetzt wurde noch nicht wirklich Elixier gestohlen. Na, also das bist du halt da gerade. Aber es wird ja mehr. Mehr und mehr und mehr. Ja, jetzt ist ja schon mehr Elixier, was gestohlen wird. Und da will jemand in den Klachen. Klein ist voll. Da hat er Pech gehabt. Ups. Ja, okay, abgelehnt. Da hat er Pech gehabt. Da hat er Pech gehabt. Da hat er Pech gehabt. Sorry. Ich lehne eigentlich nie ab. Da hat er eigentlich gute Truppen. Und ein gutes Dorf. Aber ich krieg keinen für irgendwem anderen. Es werden jetzt eh genug gekickt in dem Clan was, weil nicht angegriffen haben. Ups. Okay, er konnte nicht anders. Keine Ahnung, was mit Lukas war. Keine Ahnung, was mit ihm war. Der wird gekickt. Okay, alle, die einmal angegriffen werden, werden geachtet auf den nächsten Clan was. Das sage ich gleich, aber. Die, was wirklich kein einziges Mal angegriffen haben, die werden entweder degradiert oder gekickt. Wieso ist er kein Stellvertreter mehr? Egal. Okay, die haben die Clan verlassen. Degradiert, gekickt. Ja. Da wisst ihr schon alle, warum man angegriffen wird, warum man gekickt wurde, wenn man dieses Video da anschaut. Eigentlich hat jeder brav angegriffen, jetzt haben 65 Angriffe von 90 gegeben. Und ja, eigentlich hätte ich jetzt jemanden mit den kicken können. Stimmt. Ach, naja, egal. Ist noch in einem Clan. Ups. So. Gut, wo bist du, Mali? Bist du noch im Clan, Mali? Keine Ahnung, welche Nummer nehmen wir? Also, wem kicken wir jetzt da raus? Samuel. Kein Samuel. Aber das ist nicht der. Bin ich jetzt irgendwie blind und sehe die ganzen Namen nicht? Der hat aber gespendet. Aber egal. Abgegriffen. Tut mir leid, Samuel, aber. Ja. Nicht im Clan was angegriffen. Jetzt werden aber eh mehrere gekickt. Also. Ja. Schauen wir mal, dass aus Versehen abgelehnt war. Egal. Na gut, das war mein Video. Wie immer eine langweilige Folge. Aber man kann die Daten eh anschauen. Irgendwie sind natürlich unnötige Folgen. Denke ich mir auch öfters.
Dann denke ich mir aber, welche anderen Videos soll ich bitte schön machen? Naja, wenn ihr gute Ideen habt, zu welchem Video man alles machen kann, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Clash of Clans mit Julia oder ein anderes Spiel mit mir. Obwohl ich gar kein anderes Spiel tatsächlich mache. Oder mit Carina irgendetwas oder einfach anderen Videos anschauen. Auf YouTube. Dann wissen ja nicht die einzigen YouTuber. Ich empfehle Yusei. Yusei hat schöne Videos. Der hat doch Bluestacks. Ich leider nicht. Egal. Spätestens, wenn ich sterbe, habe ich Bluestacks. Das wird ich. Naja, wenn ich jetzt nicht in den nächsten paar Tagen befahren werde. Na egal. Also bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Clash of Clans mit mir, Julia. Oder ein kleines Video. Bla 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 bla. Ihr kennt ja den Ablauf. Also, tschüss.